Also Junge, was bleibt denn da noch übrig? Das geht gar nicht. Doch. Es gibt jetzt in Brawl Stars einen Creator Code. Trage jetzt im Shop den Creator Code Clash Games kostenlos ein und unterstütze mich bei deinem nächsten Kauf. Fette Grüße gehen raus an jeden, der meinen Code im Shop verwendet. Jo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ihr seht es hier gerade auf einer der beiden Seiten. Marvin hat sich gerade schon hier einen Schluck Wasser gegönnt. Was geht ab? Wir sind hier im Klatschverein, was geht, Leute? Ich grüße alle, die gerade zuschauen. Ja, mal Leute, heute gibt es mal wieder eine Folge, Wer bin ich? Ja, ihr fragt euch jetzt Clash Games, was war nochmal, wer bin ich? Ja, ganz einfache Antwort. Ich denke mir einen Brawler aus für Marvin und er muss erraten, welcher Brawler er ist. Und Marvin denkt sich einen Brawler für mich aus und ich muss erraten, welchen Brawler ich sozusagen repräsentiere. Also ganz einfach, wer bin ich nur mit Brawl Stars Brawlern? Ich denke mal, wir können ja einfach mal direkt anfangen. Und ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, abonniert kostenlos meinen Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Du kannst ja mal einen Brawler jetzt hier auf dein Stück Pappe schreiben für mich. ich werde dann kurz nicht hingucken. Und Leute, wie gesagt, falls ihr mitraten wollt, dann schaut jetzt gleich weg. Ich werde euch da nochmal ganz kurz den Screen vorher einblenden, wenn Marvin das Ganze reinzeigt. Und nur die Leute, die halt wissen wollen, welcher Brawler ich dann bin, ihr könnt in die Beschreibung schauen, dort findet ihr die Lösung. Aber ansonsten einfach nicht hinschauen, wenn ihr mitraten wollt. Und ich würde sagen, halt einfach mal deinen Brawler in die Cam, aber zähl vorher runter, damit ich auch nicht hingucke. So Leute, bevor es jetzt aber weitergeht, ihr wisst es, am 1.12. um 14 Uhr kommt der Nita Weihnachtsmerch raus. Ihr habt die Möglichkeit, zu eurem Hoodie nicht nur eine handsignierte Autogrammkarte von Lukas und mir zu bekommen, sondern wenn ihr es schafft, einer der ersten 500 Besteller zu sein, dann bekommt ihr zu eurer Autogrammkarte auch noch zwei original Danita Lebkuchen plus einen Danita Bär Plüsch Schlüsselanhänger. Richtig krass. Also geht einfach am 1.12. um 14 Uhr auf dermerch.de und sichert euch was von unserem limitierten Weihnachtsmerch. Meiner Meinung nach das perfekte Weihnachtsgeschenk. Bro, ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt nehme. Es ist gar nicht mal so einfach. Also Leute, wir machen das so. Wir werden hier versuchen, Punkte zu sammeln. Und der Clash Games hat gerade schon gesagt, dass es sein kann, dass man nur eine, das heißt nur ein Brawler schafft. Dann ist es natürlich so, Leute, denn wenn wir in meiner Folge auch nur einen schaffen und es 1:1 steht, dann müssen wir beide eine Bestrafung machen. Das heißt, Leute, ihr schreibt uns unten in die Kommentare eine Bestrafung und die Bestrafung mit den meisten Likes, die natürlich auch realistisch ist, die werden wir dann natürlich machen. Das heißt, Leute, checkt beide Folgen ab und zählt die Punkte zusammen. Genau, und ich würde sagen, halt mal deinen Brawler in die Cam, ich schaue jetzt nicht hin. So, da ist er gewesen. Ich mach's wieder weg. Umgedrehter Schild. Okay, okay. Leute. Also, ich werde jetzt auch meinen Brawler in die Cam halten. Dieser Brawler hier ist Marvin. Ja, ich weiß, wunderschön geschrieben. Alles klar, Bro. Dann würde ich sagen, du bist Gast. Du darfst als allererstes raten. Let's go. Okay. Was sage ich denn da am besten? Ja, du darfst halt nur solche Sachen fragen. Okay, ich weiß es. Okay. Ist dein Brawler ein Range-Brawler? Ja. Okay. Pieper. Nein, ich bin nicht Pieper. Verdammt. Digga, das wär's gewesen, Alter. Das erste Mal geraten, direkt getroffen. Okay. Gut, dann überlege ich jetzt mal. Also, ist dein Brawler männlich? Das weiß ich nicht genau. Also du musst kann ich dir nicht sagen. Also kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten, oder wie? Nein, aber vielleicht blöffe ich auch nur. Ja, nee, du musst schon wirklich beantworten. Sonst ja, nee, ich weiß nicht. Es nicht. Ach so, okay, du weißt wirklich nicht. Also warte mal, dann rate ich jetzt trotzdem weiter, okay? Also dann nehme okay. ich... Okay. Ist es ein Meilenstein-Brawler? Nein. Okay, dann bist du dran. Sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sage, keine Ahnung, schießt der aus einer Kanone, ist jetzt nur ein Beispiel. Und du sagst, nein, darf ich keinen Brawler-Namen mehr sagen, oder? Nee. Du darfst dann erst danach raten. Wie jetzt?
Also wenn ich Nein sage, dann darfst du keine Antwort mehr geben. Okay. Dann bin ich dran. Leute, es gibt gar nicht so viele. Egal, wir versuchen den Kreis mal einzukreiden. Ist dein Brawler ein Meilenstein-Brawler? Nein. Okay, gut. Okay, so, du hast gesagt, du bist dir nicht sicher, welcher Brawler, ob der Brawler männlich oder weiblich ist. Das heißt, es ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Brawler, wo man das ja nicht so genau sagen kann, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und es ist kein Meilenstein-Brawler. Nein. Okay, dann frage ich jetzt mal. Ist es ein seltener Brawler? Nein. Okay, dann bist du wieder dran. Okay. Ist dein Brawler ein super seltener? Nein, auch nicht. Okay, du bist. Okay, mein Brawler ist nicht weiblich, nicht männlich. Es ist kein Meilenstein-Brawler, es ist kein seltener Brawler. Ich muss auch noch mal kurz schauen, Freunde. Ist mein Brawler, also bin ich jemand, der eine weite Reichweite hat? Also jetzt, nur um Beispiel zu nennen, damit du meinst, was ich meine. So zum Beispiel ist Shelly für mich auch eher Nahkampf-Brawler, weil Shelly halt am meisten Schaden macht, wenn du dich dran bist. Mit weiter weg meine ich halt wirklich so Brawler, so wie Piper, Genie, Crow, so die Brawler. Zählt da die Boxerin auch drunter und da weiter? Weil die kann ja auch weiterschlagen. Ja, ich würde sagen, das ist auch eher ein Nahkampf-Brawler. Ja, okay, dann ist es einer. Also, warte, meine Frage war jetzt, ob es ein Fernkampf-Brawler ist, ne? Ob mein also Brawler eine weitere... in dem Sinne schon. Okay, also ist ein Fernkampf-Brawler, okay. Gut, also, da muss ich jetzt nochmal überlegen. Wir sind kein seltener Brawler, wir sind kein Meilenstein-Brawler. Ich muss das nochmal kurz hier sortieren. Okay. Also, ich sag dir schon mal gleich, ich weiß, welchen Brawler du bist. Du meinst, welcher Brawler du bist? Ja, ich weiß, du für mich ausgewählt hast. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend. Okay, ah ja, stimmt, ich weiß, ja, genau, so stimmt's. Okay. Ich habe eine weite Reichweite, das heißt, ich würde einfach mal so sagen, zum Beispiel, meinst du so wie Ems zum Beispiel? Ja, ich würde sagen, Ems hat schon eine weite Reichweite. Okay, also, dann frage ich mal so. Was ist schwierig? Weil du gesagt hast, du bist dir nicht sicher, ob er männlich oder weiblich ist. Ja, Kevin, jetzt nimm mal ein bisschen zu hier. Das ist ja wohl echt Schikane, was du hier machst. Ja, ich frage einfach mal weiter. Bin ich ein super seltener Brawler? Nein. Okay, dann bist du dran. Okay, bist du Pam? Nein. Was? Du bist ein Fernkampf-Brawler, kein Meilenstein-Brawler und kein super seltener. Mhm, richtig erfasst. Da bleibt doch gar nichts mehr übrig. Denk nochmal genau nach, schau nochmal die Brawler durch. Ich mache jetzt erstmal weiter hier mit Raten. Warte, wir haben Piper genommen, habe ich gesagt. Mhm. Pam haben wir gesagt. Ja. Da bleibt doch... die seltenen habe ich ja noch gar nicht gesagt. Okay, also, dann würde ich sagen... Machen wir weiter. Also ich bin ein Brawler, der eine gute Reichweite hat. Das heißt, ich würde jetzt Frank und die Kneipenschlägerin und Mortis einfach mal rausnehmen. So, das heißt, es bleibt übrig... Aber Piper. Frank hat auch eine weite Reichweite, ne? Die Ulti stand weit. Ja, gut. Ich hätte vielleicht anders fragen sollen. Benutzt mein Brawler in dem Sinne eine Schusswaffe? Also... Eine Schusswaffe, alles, was halt sowas, wo was rauskommt, was Schaden macht. Nein. Okay, gut, dann bist du da. Okay, komm jetzt, bitte sag mir, dass es Barley ist. Nee. Was, Junge? Ey, frag doch erst mal ein paar, ich würde sagen, du sollst mal ein paar mehr Fragen stellen. Du fragst die ganze Zeit nur nach Brawlern. Ja, ich will auch direkt treffen. Okay, Leute. Ja, okay, komm, bist. Dann gebe ich jetzt auch mal einen Schuss. Also. Also, was habe ich gerade eben gefragt? Tja, siehst du, das sage ich auch mal direkt. Ah, stimmt, ich habe gefragt, ob ich eine Pistole habe und hast du Nein gesagt. Nee, du hast keine Pistole. Okay, dann bin ich Frank. Nein, du bist nicht Frank. Ja, okay. Bist du Poco? Nein. Also Junge, wer bleibt denn da noch übrig? Das geht gar nicht. Doch. Du bist ein Brawler, der schießt. Ja. Du bist nicht Piper, du bist nicht Pam. Ja. Die super seltenen bist du auch nicht. Nee. Poco bist du auch nicht, Barley bist du auch nicht. Nö. Und Meilenstein-Brawler bist du auch nicht. Nö. Ja, da bleibt doch gar keiner mehr übrig.
Ja, überleg doch, es gibt doch nicht nur die Seltenheitsstufen. Ja, aber ich hab doch alles durchverschießt. Leute, Nein. Bin ich denn jetzt hier doof? Hast du doch nicht. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, okay, aber erstmal bin ich jetzt dran. Ja gut, bei den epischen kannst du dann ja also nur noch... Also bist du unter Schießen, meinst du jetzt richtig, so wie Piper? Also für mich ist das schon Schießen. Also ich Und weiß Bali nicht, wo... ist auch Schießen? Bali ist für mich, wer ja, Bali wirft, ja, ne? Okay, also ist dann Brock auch Schießen, aber der ist ja, nicht, ja. sowieso nicht drin. Genau, Brock ist auch Schießen, aber ist nicht mit drin. Ja, aber dann ist ja Spike auch nicht Schießen. Nicht, nee, Spike ist für mich auch Werfen. So, ich kann rein theoretisch noch die Kneipenschlägerin sein. Ich kann... Ne, warte mal. Ach stimmt, kein Reichweiten-Brawl. Also ich kann noch die Kneipenschlägerin sein. Ich kann nur noch Mortis sein. War ich jetzt ein Reichweiten-Brawler? Junge, ich bin schon wieder so lost. Ich weiß es nicht mehr. Oh Mann, bin ich ein legendärer Brawler? Nein. Ach Mann, ey. Komm, jetzt mach mal hier fertig, ey. Ich bin schon komplett selber verwirrt. Bin ich ein legendärer Brawler? Nein. Okay, du bist. Bin ich ein mythischer Brawler? Ja. Oh mein Gott, okay. Bin ich Mortis? Nein. Hä? Warte. Okay. Bin ich ein, warte mal. Bin ich, die Kneipenschlägerin? Nein. Junge, was, Mann? Okay, du bist. Bin ich Tara? Ja. Ja! Junge. Digga, ich hatte gar keinen Plan mehr, was ich gefragt habe, Alter. Welchen Baller bin ich denn? Ja, rate doch weiter. Du musst doch drauf kommen. Ich weiß es nicht, Digga. Doch, ich gebe dir noch zwei Versuche. Ich gebe dir noch einen guten Tipp. Karl, die Kloschüssel? Nein. Ach nee, der kann es ja gar nicht sein. Warte. Also. Genie? Hallo? Kevin. Ach so, du siehst mich gar nicht. Ich hab grad Daumen nach oben gemacht. Du bist Genie. Hä, aber der schießt doch gar nicht. Doch, der schießt doch so eine Kugel. Aus seiner Wunderlampe. Ey, schießen meine ich mit sowas wie aus der Knarre. Ja, aber... Prüf ich jetzt. Ja, guck nach. Der schießt aus seiner Wunderlampe. Ach mein Gott, Junge, das weiß ich doch nicht, ey. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Ja, okay. Oh Mann, Alter, dieses Video ist so verwirrend, Digga. Ich hab's selbst gar nicht mehr gecheckt. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schaut euch die Folge bei Marvin an und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.